Tentakel. Du weißt sicherlich nicht mehr, wo die ist. Vielleicht finde ich die noch. Problem konnte nicht früher, weil ich dachte, am Ärmchen, weil ich gerade am Ärmchen stopfen war. Das klingt ein bisschen pervers, aber wir wissen ja, dass du häkelst. Mit pervers meine ich brutal, nicht pervers. Oh Gott, ich muss niesen. Der hat gezögert. Der wollte ganz kurz nicht, der Drecksack. Also die Mieze, die war hier irgendwo. Aber ich glaube, die hat nichts hinterlassen. Da ist die doch. Aber die lebt ja noch. Nee, wirklich was hinterlassen tut die nicht. Außer ihre crazy Bomben. Ach, das ist Bastet, der die Bomben wirft. Okay, ich mach mich weg. Morgen letzter Schultag. Wenigstens nochmal mitarbeiten. Yo, Sunny, gute Nacht. Genieß deinen letzten Schultag. Hey, Thais, bist du noch da? Sprengnuss, okay. Also mir fehlen noch 5 so Laternen, fällt mir gerade ein. Ich schaue mich hier mal in Ruhe um. Ja, sehr gerne. Was bist du? Du bist eine Nebelschnecke. Eine lange grüne Schnecke versprüht bei Benutzung einen erholenden Nebel. Nice. Ein Bnahabra. Ach du Scheiße. Bnahabra-Flügel. Schwierig zu schmieden. Die Ergebnisse hängen von der verwendeten Oberfläche ab. Ach fuck. Die sind ja teils zu Hause. What? Ich möchte weinen. Oh, nicht weinen. Oh Mann, ich sehe jetzt gerade erst, wie groß die Maps sind, ne? Das ist gar nicht mal so klein. Und auch sehr weitläufig. Crazy. Hab ich gen Honig. So, du bist für Verteidigung, du für Gesundheit. Du bist ein Käfer für Blitz. Blitzt bei Kontakt hell auf. Wirft sie Monstern in die Fratze, um sie zu blenden. Nice. Sendezweige. Bald werden dir Gebüsche aus Pflanzen begegnen, die als Sendezweige bezeichnet werden. Greif diese Büsche an, um sie abzuholzen und Irrlitze zu enthüllen. Meine Güte. Die sich im Inneren verbergen. Helferwesen lassen sich so auch finden. Okay. Ich dachte, das wäre zur Tarnung da, aber okay. Ja, dann mache ich das mal. Ach so, okay. Ja, gut, dass das wegfliegt. Und ich noch damit beschäftigt bin, meine Waffe wegzustecken. Das ist sehr praktisch. Ja, ich komme zurück. Kreuzige plus Rom, Schnittmenge im Vatikan. Kann ich eigentlich auch hier irgendwie holzen? Nee. Was ist das? Ich finde süß, dass Doggo trotzdem angreift, auch wenn nichts da ist. Nur weil ich auch angreife. Deswegen ist er halt ein Anubis. Weißt du? Er denkt sich, Chef attackiert, komm, ich attackiere auch mal. Okay.
Ja, wer bist du denn? Okay, das sah so interessant aus. Ich dachte, hier gäbe es irgendwas. Ui. Okay, der wurde gefressen. Oder gerissen, oder? Meine Stamina. Ja, ich sollte was essen, ne? Nee, wie war das? Naja, genau. Oh Gott, die Steuerung. So. Und ich trinke ein Bier. Ja, lass es dir schmecken, Thais. Ein lecker brasilianisches Bier. Schätze ich mal. So, L. Ah, ich habe hier auch noch Rostfleisch. Okay. Erste Hilfe, Trank, Nebelschnecke, Grillspieß. Miefnerz, genau. Okay, das sind Sachen, die habe ich eingesammelt. Ich bleib mal bei Trank, ne? Bleib mal bei Trank. Ah, ich attackiere immer in die falsche Richtung, ey. Konnte man nicht anvisieren? So. American IPA. Ah, diese IPAs. Ja, die kenne ich. Die sehe ich immer in so amerikanischen Itsuchiha. So vielseitig, dass du es alle paar Schritte irgendwo siehst. Okay. Das sehe ich immer in so amerikanischen Podcasts oder so. Dann, wenn die Bier trinken, dann trinken die sehr oft dieses IPA. Ich habe mir selber einen Ohrwurm verpasst, ne, mit dem Sonic-Lied. Hier haben wir noch so ein Stinktier. So ein Mief. Ein Spinnennetz. Ein sehr klebriges Netz. Es wird benutzt, um Fallgruben herzustellen. Ah ja. Den habe ich auch schon die ganze Zeit. Oder ihr schickt Care-Pakete. Care-Pakte? Was? An die arme Lehrerin. Meinst du so ein Care-Package? Oh, du bist aber schon... Du bist eine andere Hausnummer hier, Dude. Du bist doch so ein Jabra, oder wie die Dinger heißen. Von euch gab es doch Klingeltöne damals. Ja, hau bloß ab. Jagras. I'm gonna need some of your parts. Speerlinge. Jagras-Schuppen sind bekannt für ihre leuchtende Farbe und leichte Handhabung. Nice. Sweet. Legt er sich einfach hin. Der hatte gar keinen Bock mehr. Der hat sich einfach hingelegt. Ich will nicht mehr. Mach, was du willst. Er hat sein Schicksal akzeptiert. Gutes Jagra. Da waren Schmetterlinge. Ja, die habe ich auch komplett eingesackt. Sehr, sehr lecker. Aber hier, weil sehr warm ist,
Kann man nicht faires Bier trinken. Hier ist besser ein Lager. Ah ja, verstehe. Beneide dich gerade darum, dass es warm bei euch ist. Was ist Wobei heute war auch gutes Wetter bei uns. Auch so ein bisschen Sonnenschein und so. War gar nicht so schlecht. Das ist dieser Tuchfalter. Wie viele? Wir haben immer noch keine weitere Feuerlaterne eingesammelt. Okay. mein Ist das ein Name? Scheißhaufen? Dumm. Ja, hör damit. Eine streng riechende Kugel, die Monster vertreibt. Nice. Dumm. Now. Okay. Oh, was ist das? Ist das irgendwas? Also ich. Nee, ne? Das ist einfach nur Dings, sagen wir schon. Deko quasi. Aber hier hoch muss ich doch können. I mean, come on. Okay, das war ein Fail. Was, was, was? Fallenkäfer? Sieht aus wie so ein Safkon. Insekten mit spitzen Hörnern, darauf tretende Monster ergreifen temporär die Flucht. I'm in fucking hell, 29 Grad, oh mein Gott. Die Echse so, nimm mich. Achso, nimm mich. Jetzt einfach hingelegt. Ah, da fehlt mir natürlich einer. Okay, da kommen wir, glaube ich, nur hoch, wenn wir drei haben. Drei von diesen Dingern. Moment, ich hab doch. Hä? Ja, Katze, lass mich in Ruhe. Du bringst mir irgendwie nichts. Ich hatte doch drei. So, das ist nur temporär, ja? Ich dachte, das hält dann die ganze Mission. Schade. Ja, das müssten wir jetzt in der Theorie schaffen. Nein! Oh, was? Ja, dann nicht. Versuch's nochmal von hier. Hier so ein kleiner Zwischenstopp quasi. Ah, das war dumm. Ach nö. Keine Belohnung. Ich dachte, hier oben gäbe es irgendwas Cooles. Schade. Schade. Aber ich sehe, da hinten ist irgendwas. Was ist das? Ach, das ist so ein Förderplatz. Erdkristall, kristallisierte Mikroben, die beim Waffenschmied als Schleifmittel dienen. Okay. Nice. Now. Moment, gibt es hier auch einen Tag- und Nachtrhythmus? Machen wir halbe halbe. Ja, das wäre gut. Das wäre perfekte Temperatur, ehrlich. 16 ist ein bisschen kalt. Mein Gott, der Tomberry sieht gerade so aus wie umarme mich, Mama. Moment. Ich mache Bild. Jo, ballert alles in Discord rein, Leute. Ja, hast du schon. Ja, also ich sollte mal weiter Richtung Norden vordringen, würde ich sagen. Ne? Wobei hier lang geht's nicht. Sweet. Ich finde gut, dass das auch so offensichtlich ist, wo Berg ist und wo Weg. Auf der Minimap unten. I like.
Scheidenangriff! Ja, da war jetzt nicht so heiß. Das ist so ein Doppelangriff. Wo ich weiterhin geflogen bin, war minus 2 Grad. Oh, du Scheiße. Jagras Lederhaut. Jagras Haut ist leicht zu bearbeiten und damit ideal für Novizen des Handwerks. Also es gibt Schuppen, es gibt Haut. Es gibt wahrscheinlich vom Jagras auch noch Zähne und den Schwanz. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die Drop Rate, die ist ja relativ rare. Um mal ein paar Anglizismen in die Runde zu werfen. Sweet. Ich habe letzte Mal einem zugeguckt, der hat alle 2 Minuten actually gesagt. Also ein Deutscher. Also das ist schon richtig Teil der deutschen Sprache geworden, ne? Der so, ja, actually war das ja ganz cool. Ich so, actually könntest du mal die Fresse halten. Nein, Spaß, natürlich nicht. Wir sind 7... In Deutschland halt eben etwas unterkühlt. Nee, was? Achso, wir sind in Deutschland halt eben etwas unterkühlt. True. True Dad. Also ich lass die mal in Ruhe hier, die Dudes. Die haben ja niemandem was getan, auch wenn meine Katze sich gerade an denen austobt. Und hier ist noch so ein krasser Tempel. Cool. Eine Schlitzbeere, die zur Herstellung von Schnittmunition verwendet wird. Ja gut, Munition. Ich meine, man könnte auch auf Fernkampf gehen. Aber ich finde, Monster Hunter lädt so dazu ein, auf Nahkampf zu gehen. Schon allein, weil die Animation und diese Treffer, die wirken einfach so wuchtig. Jo, da haben wir irgendwas Krasses jetzt. Was ist das? Ah jo, ich kann ja auch noch ausweichen, ne? Stimmt. Bist du was Krasses? Du bist ein Bullfango, natürlich. Ein Bullfango-Pelz, bedeckt von borstigen Haaren. Okay. Was bist du für ein Ding? Ein Donnerkäfer. Ach, wie süß, der war gerade was am Schleppen. Der Kugel aus mit elektrisierten Monsterhaaren vermengter Erde formt. Zap. Wie cute. Ich habe total vergessen, wie authentisch die Monster in Monster Hunter sind. Also, dass die auch wirklich so ihre Abläufe und ihre Eigenarten haben. Richtig nice. Don't mind if I do. Don't mind if I do. Alright, alright, alright. Kann man hier rein? Die Nullbeere. Ne, hier geht's nicht rein. Gleich hier hoch. Ich glaube, da ist was. Boah, das ist so gut mit diesem Springen, ey. Diesem Seil. Feier ich. Das geht auch gut von der Hand, wenn man es einmal drauf hat. Ihhh. Fliegendes Kackvieh. Ja, für so Viecher ist Fernkampf natürlich auch viel besser geeignet, ne? Also, zieh dir das an. Das ist fast schon unmöglich, den irgendwie zu treffen. Außer jetzt gerade ist es sehr möglich. Weil Vorführeffekt. Aber sonst ist es unmöglich. Okay, da hinten ist was Neues, glaube ich. Dich kenne ich nicht. Achso, du bist ein Flemmling. Natürlich. Drachenschlagnuss ist voll. Hier haben wir eine Art Sumpfgebiet.
und da sehe ich auch schon ein neues Monster. Können wir mal den hier. Ich meine, meine Aufgabe ist ja immer noch nur, diese fucking Feuerlaternen einzusammeln. Ich habe gleich schon die ganze Map aufgedeckt. Was ja aber nicht schlecht ist. Das ist ja nicht schlimm. Der arme Fisch, ey, wie lebt der denn hier? Pur Fischi, ein Gaiau. Achso, der meinte, ich soll einen Wetzstein benutzen, ne? Habe ich überhaupt sowas? Habe ich einen Wetzstein überhaupt dabei? Ich bezweifle es. Deodorant? Hilft nach dem Wurf gegen Gestank, Höllenfeuerpest und Explosionspest. Nee, ich habe gar keinen Wetzstein. Wobei ich auch gar nicht wüsste, wo ich jetzt nachschauen muss, ob ich einen habe. Wir gehen mal auf L. Ich habe einen Hetzstein. Noise. Jack, hast du mich etwas gefragt? Nö, alles gut. Alles gut. Wie geht's dir? Nullbeere? Nee, ich habe keinen Wetzstein. Ich habe nur einen Hetzstein. Finde ich gut. Aber diese Rationen, die sind schon ein bisschen billo. Ich hätte ruhig mal von der Vorratskammer noch was nehmen sollen. Oder von dieser Vorratskiste. So, wir nehmen uns noch ein bisschen Gaiau mit. Das Gelbe mit dem Schwert. Da war es doch. Wait, really? Oh mein Gott. Hör auf, Shio. Yes, I'm sorry. Danke, Shio. Das war ein nicer Effekt. Danke, Shio. Guck mal, wie süß. Und ich hasse Käfer. Aber wieso kann ich den nicht einsammeln jetzt? Habe ich... Ist alles voll jetzt, oder wie? Oder habe ich einfach zu viele Schlammkäfer eingesammelt? Keine Ahnung. Anyway. Okay, das Coole ist schon mal, Wetzstein hat man ohne Ende, ja? Das habe ich vergessen. Das wusste ich nicht mehr. Kann ich das einsammeln? Ja, was ist das? Ein Gold-Tarot. Goldenes Insekt, das beim Aufheben etwas Ausdauer regeneriert. Verstaubar. Oh, da unten sind richtig coole Monster. Aber wir wollen mal erstmal da lang. Was war das? Eine Nullbeere, genau. Du kannst auch L1 gedrückt halten und dann mittels des... Ah ja, stimmt. Ja, richtig. Ja gut, das war jetzt unnötig, aber... Ja, Melo mit den Tipps hier, Junge. Das ist nicht umsonst. Melo Dino, you know? You know? So, du siehst cool aus. Was bist du? Du musst sterben. Achso, du bist ein Izuchi. True. Aber so Schleichangriffe könnte ich mit den beiden nicht machen, ne? Die gehen direkt auf die Vollen. In die Vollen? In die Vollen. Junge, wen greifst du da an? Chill! Don't mind if I do. Doch alles gut. Ein Nitropilz, okay.
Nun Stinky kann ich nicht mehr nehmen. Schwerfindbarer Pilz, der enorme Hitze erzeugt, nötig zur Schießpulverherstellung. Was seid ihr denn für Viecher? Wie geht? Liste kleiner Monster aktualisiert. War richtig. Monster sehen teilweise echt ekelhaft aus, ne? Monsterfluid. Nee, wollte ich nicht. Okay. Durchsichtiger Beutel aus einem Alterrotbauch kann wer weiß was aufbewahren. Da ist noch einer. Ach so, da ist so ein... Okay, ich erinnere mich. Das war ja auch schon bei Monster Hunter World so, ne? Überall, wo so ein quasi so ein Ameisenhügel oder sowas war, kamen dann auch früher oder später Käfer raus. Sweet. Sweet. Sweet dreams of man. Wie immer kenne ich den Text nicht, aber nur die Melodie. Yay! Achterbahn! Rollercoaster Tycoon! Toll. Das war jetzt nicht so praktisch. Was sind denn nochmal die grünen Punkte auf meiner Map? Das hatte mir das Spiel mal gesagt, was das bedeutet. Aber Symbolleiste. Aber ich weiß nicht mehr was. Ja. Wahrscheinlich so Points of Interest oder so. Ja gut, hier kann ich meinen Doggo rufen. Gib ihm, Doggo. We need some speed. Nebenbei ein bisschen was einsammeln, nice. Genau, hier waren diese Fischies. Ja, dann tracksen wir mal hier hoch. Sweet. So sweet. Okay. Ach guck mal, mehr als drei sammelt er nicht. Von diesen Seildingern. Was ist das denn für ein Ding? Eine Anti-Dobra? What? Kann das nicht angreifen? War ekelhaft, ne? Ehrlich. Und absolut im positiven Sinne habe ich echt selten, dass mich so irgendwelche Viecher in irgendwelchen Spielen so anwidern. Aber warum kann ich die nicht sammeln? Seilkäfer, dankeschön. Dein süßes Smiley. Ich verstehe nicht, warum ich den nicht sammeln, aufsammeln kann. Oder einsammeln oder sowas. You know? Die ist voll cool. Ja, aber die ist voll ekelhaft. Voll Gänsehaut bekommen. Dein Inventar vielleicht voll? Pikant! Hallo! Wie geht's? Und wo sehe ich denn, ob mein Beutel voll ist? Also hier wäre noch Platz. Ach so, Feldbeutel, hier. Sagen wir mal, ich lasse... Nee, ich will alles behalten. Moment, aber was ist, wenn ich... Ah, Moment, was ist denn, wenn ich... Helferkäfig, was? Ah, da sind meine Helferlein drin, verstehe. Tortenmenü-Einstellungen, ne, lass mal. Was ist denn, wenn ich zur Basis zurückkehre?
und in der Basis meinen Stuff ablege. Also so meine ich. So ins Hauptlager. Kann ich da nicht im Zelt meinen Stuff ablegen und dann hier weitermachen mit der Quest? Mir geht's heute sehr gut. Ich war beim Friseur. Bis jetzt, bin gerade eben gekommen und sofort nachgeguckt, ob du dran bist. Ja, cool. Freut mich, dass du beim Friseur warst. Ja, du kannst zur Basis zurück und die Sachen ablegen. Melo. Das ist sehr fein. Danke für die Tipps. That was some fast action right there. Betreten. Objekte aus deinem Feldbeutel wurden in der. Nice. Sehr gut. Nee, der Rest interessiert mich erstmal nicht. Wir wollen direkt weitermachen. Komm, 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 Bro. Keine Zeit zum Durchatmen. Dogo? Let's fetz. Okay, gut. Wie süß die sitzen. Die sind echt cool, die Tiere, ne? Die Monster sind echt cool gemacht. Feier ich. Was ist denn überhaupt meine Quest? Meine Quest sind noch 5 Feuerlaternen einzusammeln. Die siehst du quasi über meinem Kopf, grob. What do we have here? Und ich weiß auch gar nicht, wie viele. Ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr allzu viel Zeit. Ich habe 50 Minuten bekommen. Und ich glaube, ich habe schon so eine halbe Stunde jetzt hier verbracht in der Quest. Deswegen sollte ich mich ranhalten. Not Ich finde now. aber keine mehr. Also ich finde tatsächlich keine mehr. Ich halte auch Ausschau nach so Objekten. Feuerlaterne sieht erstmal aus wie ein Pilz. So, das Symbol. I don't know. Ist das hier eine? Fallenkäfer. Melo ist on fire bei dem Game. Ja, Melo ist ein mehr oder weniger ein alter Veteran. Efeu. Leichte und extrem robuste Pflanze dient zur Fertigung von Lenzen und Fallgruben. Boah, ja, Fallen, ne, war auch eine große Sache in dem Spiel. Fallen, Bomben, solche Sachen. Plöpp. Eisenerz. Sehr gut. Sehr gut. Insekt, das 1000 Jahre lebt, kombiniert mit Objekten, erhält es deren Eigenschaften. Cool. Obwohl, nee, ich rufe mal noch nicht. Was gibt es denn hier oben so? Ja. Gut, hier waren wir quasi. Oh mein Gott, was ist das denn? Irgendwas Ziegenmäßiges. Verbleibende Zeit 10 Minuten. Fuck me. So eine Art Ziege oder so. Aber ich kann es nicht angreifen, weil ich bin zu hohl. Oh nein, ich bin zu langsam. Was ist das? Unikat, Sprossenfeld. Fröstlinge, heilige Ruinen wächst, eine Delikatesse. Und hier ist wieder so einer. So ein Kätzchen, aber ich will den nicht angreifen. Noch ein Kätzchen. Sweet. Blaupilz. Alter, ich brauche eine Feuerlaterne. Was ist los mit dir? Lähmpilz. Ich habe die ganze Map quasi schon abgewandert. Ich weiß nicht mehr. Ich kann die schon wieder nicht einsammeln, Melo. Was ist da los? Ich glaube, weil meine Helfer voll sind. Ich glaube, es geht um die Helfer. Ich glaube, der Dude wäre hier auch ein Helfer. Ja. Ich glaube, darum geht's. Efeu, Sprengnuss. Große Seilkäfer sind einheimische Wesen. Große Entfernung, ja, das weiß ich. Eine Nebelschnecke. Was bist du denn? Juwelenlilien? Platziere, du hast keine großen Seilkäfer. Ach so, die soll ich hier platzieren dann? Okay. Ja, schade.
Ja, ich habe nur noch 10 Minuten, ne? Ah, stimmt. Während der Demo konnte man die einsammeln und damit das Monster vergiften. Vielleicht muss ich da lang? Ich habe nur noch 10 Minuten. Das wäre dann ja alles umsonst. Melo, wie war das nochmal? Zeit ablaufen lassen? Macht das mehr Sinn oder einfach zur Basis zurückkehren und die Mission irgendwie neu starten? Weil wenn ich jetzt zurückkehre, habe ich ja wenigstens Sachen eingesammelt. Eine Mandragora, gefährlicher Pilz, der wohl Lebenskraft entzieht, nötig zur Maxi-Trankherstellung. Come on, Dogger. Also falls du das noch weißt, natürlich. Ich weiß das alles tatsächlich nicht mehr. Ja, aber hier diese Dinger hochklettern ist sehr schwer, ne, mit diesen Seilkäfern. Wobei, ach so. Ah, okay. Du musst quasi so runter und dann wieder hoch. Also glaube ich. Wobei ich sehe hier, was bist du? Was bist du? Feldechse. Erdkristall. Okay. Nice, schätze ich. Nice. Hier geht's auch noch lang. Shit. Ah, ich kann da oben lang. Da hatte man auch nur einen Helfer dabei. Dann lieber selbst abbrechen oder solltest du noch schaffen? Nee, also mir fehlen noch 5 Stück. Ich weiß nicht, wo die sein sollen, die Viecher. Komm, ich kill den hier noch. Einfach so aus Solidarität. Der Monstergilde entgegen. Zwar mit meinem Scheidenhieb. Hi, hi. Gefallen mir die Animationen. Ein Kelbi. Oh, ein Kelbi. Dieses kleines Kelbi. Okay. Angeln? Oh ne, ich habe keine Zeit. Gut, wie breche ich die Mission ab? Wahrscheinlich geht's da auch noch rein. Ne. Achso, Moment. Ne. Wahrscheinlich zurück ins Lager, ne? Du kannst auch auf deinem Doggo reiten. Ja, weiß ich, weiß ich. Weiß ich, aber ich habe Angst, mit dem bin ich sehr schnell unterwegs. Ich habe Angst, irgendwas zu verpassen, weißt du? Es sei denn natürlich, diese Pilze, die liegen hier irgendwo. Frei nach dem Motto, erste Mission. Noch 5 Minuten. Ja. Diamantsamen. Okay. Hier ist so der Achterbahn. Oh, da war ein Käfer. Ein Donnerkäfer. Nice. Oh. Okay, ich habe hier jetzt irgendwo ein Riesenmonster erwartet, ne? Aber hier war ich noch nicht, tatsächlich. Doch nicht sein, dass ich keine finde hier. Okay, der fehlt mir. Na? Nein, 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 nein. Blaupilz. So eine ekelhafte Schlange.
Okay, das hier ist ein neuer Gegnertyp. Dich gönne ich mir. Komm her. Was hast du da Nettes gedroppt? Gagwa. Okay. Plankton. Okay, ich wollte nur einsammeln, damit ich das auch mal gemacht habe. Ja, ich habe keine Zeit mehr, ne? Ich habe keine Zeit mehr. Ich gehe wieder zurück. Wie mache ich das? So, und dann da am Zelt, ne? Also ins Zelt quasi zurück. Ja. Nee. Moment, ich kann dir eine Mahlzeit essen, wenn du Dango im Teeladen bestellst, gewinnst du zusätzliche Gesundheit und Ausdauer und kannst mit Glück sogar Dango-Fähigkeiten aktivieren. Wirkung der Dango endet mit Questabschluss oder der Rückkehr nach Kamura. Ja. Dango-Arzt, Aktivierungschance 85%, Dango-Verteidiger, Dango-Abwehr. Ja, wie komme ich denn? Achso, von Quest zurückkehren. Nimm alles, was du während dieser Quest erhalten hast und kehre ins Dorf zurück. Okay, das machen wir mal. Select. Süß. Du redest extra mit mir auf Plaisy-Sprache, ne? Das finde ich echt cute. Okay, wir haben so ein paar Sachen mitnehmen können. Immerhin. Kleine Belohnung auch bekommen. PS4 Controller for the win. Wobei auf der PS4 heißt das, glaube ich, gar nicht mehr Select, ne? Oder? Share. Ach, du meinst es sogar noch PS3, Melo. Ja gut, ne? Ich würde die Quest gerne direkt nochmal machen, aber mich dann nur noch auf die Pilze konzentrieren. Boah, krass, wir haben schon wieder 10:30, ey. Lecco mio. Gib mir, ja? Kugelrunde Laternen, war das das? Ja, Feuerlaternen. Umgebungsinfo, gar keine. Egal, wir machen mal. Muss mir auch beim ersten Einsammeln, muss ich auch nochmal schauen, wie die aussehen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie die aussehen. Options. Ne, Options ist Start. Und Select ist inzwischen Share. Und auf der PS5 sowieso. Let's go. Aber ist doch egal, ich hab dich verstanden. That's the Hauptsache. Ah, Moment, ich hab einen so ein Feuerdingen habe ich doch hier gesammelt, ne? Mein allererstes sogar. Ja, also die sehen aus wie so Tomaten quasi, okay. Feuerlaterne. Gut. Sagt er mir denn vielleicht auch... Hä? Wo ist die denn? Also ich habe doch jetzt zwei eingesammelt. Warum finde ich die hier nicht? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Also das Inventarsystem ist mir tatsächlich noch ein wenig fremd. Obwohl ich das so krass lange gezockt habe. Echt, Monster Hunter World.
Anyway, ich habe das eingesammelt. Vielleicht, weil es ein Questgegenstand ist. Kann natürlich auch sein. Oder der ist hier unten. Naja, das macht auch keinen Sinn. Jo, Tinte, gute Nacht. Danke fürs Einschalten. Süße Träume. Oh, shit. So. Schauen wir uns hier mal um. Achso, das ist der Ort. Okay, verstehe. Das ist dieser Ort, jener, welcher, der eine, wo wir vorhin ganz zum Schluss waren. Dann würde ich sagen, krabbel ich mal da hoch. Kann ich mit Doggo eigentlich irgendwie hochlaufen oder so? Nee, ne? Nein. Oh. Nein. Mach so. Okay, der ist gerade die Wand hochgerannt, obwohl ich nicht meinen Seilkäfer benutzt habe. Da gibt es anscheinend irgendwie noch einen Trick, den ich noch nicht rausgefunden habe. So, jetzt habe ich den. Schlange, die ein Gegengift verschießt. Verhindert und heilt Vergiftung. Die verschießt ein Gegengift. Das ist ja mal eine unnötige Schlange, oder? Da ist Scheiße. Gib mir das Shit. Sweet. Sweet, sweet. Die sind voll cute. Don't mind if I do. Gargwa. Geht's hier lang vielleicht? Aber nee, kann ja gar nicht, weil das ist ja der Rand der Map. Ergo unwahrscheinlich. So, ich könnte angeln. Du kannst deine Angel an verschiedenen Punkten in der Wildnis auswerfen. An diesen Angelstellen schwimmen Fische. Welche Arten von Fische es gibt, hängt vom jeweiligen Ort ab. Gehe immer sicher, dass deine Waffe weggesteckt ist, wenn du eine Angelstelle findest. Nähere dich der Stelle und drücke A, um deine Angel rauszuziehen, wenn die Aufforderung dazu erscheint. Ziele mit L und drücke A, um deinen Köder ins Wasser zu werfen. Warte beim Angeln, bis ein Fisch den Köder schluckt und ihn unter die Wasseroberfläche zieht. Hol dann mit A die Leine rein. Manchmal kannst du sogar mehrere Fische auf einmal fangen. Okay, einmal fischen ist drin. Einmal ist drin, ne? Da muss ich irgendwie. Ah! Was ist das für ein Vieh? Splitterfisch. Schrapnell spuckender Fisch. Mit großen Fassbomben verstärkt er die Feuerkraft. Igidigidigid. Das sah ja ekelhaft aus. Ich will dich, Bro. Ich will dich. Come at me. Yes. Muss ich gedrückt halten oder? Ich weiß gar nicht. Das hat er mir nicht gesagt. Ja, ist gut. Großer Brandtun. Okay, und vielleicht noch so einen blauen? Gönn dir, Junge. Gönn dich. Das ist auf jeden Fall simpler als wie bei Stardew hier. Ein Wetzfisch, dessen Rückenflosse hart genug ist, um damit Waffen zu schärfen. Oh, das ist nice. That's some nice shit. Mit Doggo kannst du schneller Wände hochlaufen. Really? Doggo, ist das so? Aber habe ich doch gerade versucht. Moment, ich kann mit Doggo auch springen, ne? Wie geht das nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Achso.
Ah, Moment. Ein Logo wehrt sich. Vielleicht ist das so eine falsche Wand. Pay attention to your stamina. Okay. Du brauchst aber auch Stellen, wo man hochklettern kann. Ja. Aber das wäre hier ja zum Beispiel eine. Ja gut, das war jetzt ein direkter Jump. Ah, was ist das? Ein Fallenkäfer. Efeu. Okay. Oh, das Spiel geht noch übelst in die Vertikale, ne? Gebt mir eure Kraft. Nein, 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 nein. Hallo. Spring da hoch. Ja, was bist du denn? Das war wieder so eine Echse. Jo, guten Abend, Alice. Wie geht's? Nicht jede Wand geht. Leider. Ja, das wäre cool, ne? Einfach mal raus aus dem Spiel. Einfach mal nach Portugal. Ja, aber ich finde immer noch keine Dingel hier, ne? Feuerlaternen. Darf der, hallo? Moment, sind die in meiner Map eingezeichnet? Bin ich echt so hohl, dass ich das jetzt nicht gerafft habe? Müssten die aber eigentlich, weil ich die eingesammelt habe schon. Das ist komisch. Vielleicht sind das ja echt diese grünen Kreise. So, da ist zum Beispiel ein grüner Kreis, ne, vor mir. Wir jumpen einfach mal. War eh kein Drop Damage. Oh mein Gott, das sind die grünen Kreise. Das sind die grünen Punkte auf der Map. Ja. Nee, das ist eine Hauchlaterne. Moment. Achso, das gehört auch zu der Familie der Feuerlaternen anscheinend. Gut. Ja gut, da müssen wir die grünen Punkte abackern, ne? Das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Weil ich war mir gerade... Ich stand gerade echt so ein bisschen wie ein Ochse vorm Berg. Aber das ist gut. Damit kann ich leben. So, das heißt, der nächste ist rein theoretisch und auch praktisch genau da. Feier ich. Und ich feiere diese Peitsche, ne, zum Fortbewegen. Richtig lecker. Das haben die echt nice gemacht. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass das nächste Monster Hunter das auch beibehält. Oder so eine ekelhafte Schlange. Moos? Achso. Nee, das sind tatsächlich die Ziele. Die Missionsziele. So, jetzt müsste hier wieder eins sein. Oder da oben, ja. Da oben macht sogar mehr Sinn, weil da ist auch noch eine Brücke. Zack. Nein, 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 nein! Oh mein Gott, was bist du denn? Ein Gärhasen. Freundliche Objekte. Der Gärhase ist ein Helferwesen, das die Effekte bestimmter Objekte verstärkt, wenn du sie benutzt, während sich der Gärhase im Helferkäfig befindet. Das betrifft folgende Objekte. Trank, Megatrank, Ration, verkohltes Fleisch, Erste Hilfe plus, simple Ration.
Verstärkt die Effekte, ja? Ich hätte mir den gerne noch genauer angeschaut. Vielleicht ein Foto gemacht oder so. Nächste wäre ja dann wieder für die PS. Ach, machen die das jetzt so? Hin und her? Wobei World ist ja eine absolute Ausnahme eigentlich, ne? Ich glaube, das ist das einzige Monster Hunter, was irgendwie so Multiplat war. PC und so weiter, also es ist schon... So, Moment, Waffe wegschenken. Schimmernde Rotbeere. Wir haben, uns fehlt noch eine. Was ist das hier? Das ist doch auf jeden Fall ein cooles Geheimnis, oder? Machtsamen. Notizbuch. Draußen im Feld findest du manchmal Reliktaufzeichnungen, die eine Reihe alter Botschaften bergen. Diese Aufzeichnungen enthalten Fragmente der regionalen Geschichte und können in einem Notiz... Okay. Kagero, der Händler, scheint sich auch für diese Botschaften zu interessieren. Okay. Sprich mit ihm. Gut, gut. Bleibt nur noch eine so eine Beere. Morgen ist teils Schwellenpädagogik. Ja, dann frohes Schaffen morgen. Maisie. Und süße Träume. Schlaf gut. Danke fürs Einschalten. Ein Turn zwischen Nintendo und PS.